Griechenland und andere europäische Wackelkandidaten bereiten den Finanzmärkten derzeit regelrecht Magenschmerzen. Wie ist die aktuelle Situation einzuordnen? Das möchten wir im Interview klären mit Stefan Albrecht, Vorstand von Albrecht & Sie. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation an den Finanzmärkten? Kommt es bald zum Staatsbankrott? Ich rechne nicht damit, dass es zu einem Staatsbankrott kommen wird. Wichtig ist, dass die Euro-Länder, die davon betroffen sind, wir sprechen ja von den sogenannten BRICS-Staaten, das ist ja Portugal, Irland, Griechenland und Spanien, dass die eine gewisse Haushaltsdisziplin an den Tag legen. Bei den Griechen hat man natürlich so einen gewissen Vertrauensverlust in der letzten Zeit erlitten, weil sie ja sich mit entsprechend geschönten Haushaltszahlen in den Euro manövriert haben. Und jetzt ist natürlich auch die Europäische Kommission sehr stark hinterher, dass jetzt die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden und Griechenland auch diesmal wirklich Wort hält. Und wie können Privatanleger in der aktuellen Situation noch Geld verdienen? Wie sollten sie sich positionieren oder mit der Situation besser gesagt umgehen? Ja, wir müssen damit rechnen, dass es noch zu weiteren Kursschwankungen kommen wird. Wir selber von Albrecht & Sie gehen davon aus, dass es stärkere Schwankungen auch in diesem Jahr geben wird. Wichtig ist dabei, dass der Anleger sein Depot insgesamt breit aufstellt, nicht nur, sage ich mal, auf Direktaktieninvestments achtet, sondern auch guckt, dass er kurzlaufende Anleihen hat. Wir gehen davon aus, dass es irgendwann auch Inflation geben wird, aber zurzeit noch nicht. Dann kommen wir vielleicht im nächsten Jahr erst zu. Die Staatsverschuldung insgesamt, die sollte sehr eng beobachtet werden, auch in Deutschland. Ja, Stichwort Inflation, da haben Sie gerade schon drüber gesprochen. Welche Anlagen eignen sich denn dann, wenn Inflation wirklich käme? Ja, sogenannte vermögensverwaltende Fonds sind mit Sicherheit eine Anlagealternative, weil die entsprechenden Fondsmanager am ehesten auch in der Lage sind, ganz flexibel auf die Marktsituation zu reagieren. Des Weiteren kann man sagen, absolut Return. Das ist für viele zwar ein Hexenwerkzeug, aber Absolute Return ist ein marktgängiges Instrument, wo die Investoren die Möglichkeit haben, sich entsprechend breiter aufzustellen und auch an fallenden Märkten sogar noch Geld mitzuverdienen und ihr Depot entsprechend abzusichern. Und vermutlich erwähnen Sie jetzt gleich auch noch die Sachanlagen, beispielsweise Immobilien, oder? Das hängt jeweils davon ab, wie der einzelne Investor aufgestellt ist. Wenn er seine eigene Immobilie bereits hat, sein eigenes Einfamilienhaus oder ähnliches oder sogar ein Mehrfamilienhaus, dann muss er nicht noch zusätzlich in weitere Sachwerte investieren. Denn ich sehe da das Problem, dass er dann, weil das Wort Immobil bedeutet ja, dass er nicht so schnell liquide sein kann. Und wenn er zu stark das Gewicht auf den Immobiliensektor lenkt, dann hat er sehr wahrscheinlich in einer anderen Situation mal ein Problem. Und jetzt noch eine ganz spannende Frage für viele Privatanleger. Welche Branchen oder welche Länder gehören zu Ihren Favoriten für dieses Börsenjahr? Also mit Sicherheit gehört Asien zu unseren Favoriten für dieses Jahr, wobei nicht in erster Linie nur China und Indien zu sehen sind, weil da rechnen wir auch damit, dass die Volatilität auch an diesen Märkten wesentlich stärker sein wird, sondern eher auch den Bereich Indonesien, dass da eine Möglichkeit besteht, aber auch Brasilien sollte ein Thema sein. Bei den Branchen sollten es die sein, die von den Konjunkturprogrammen partizipieren oder entsprechende Vorteile haben und ansonsten die defensiven Werte, die Chemiewerte. Ja. Vielen Dank für diese ganzen Tipps und schön, dass Sie bei uns waren, Herr Albrecht. Vielen Dank.